So, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Nach einer ungefähr 24 Stunden Aufnahmepause. Und ich habe mal noch so ein bisschen mit der Performance rumgespielt. Ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen aus der Grafik rauskitzeln. Aber ich habe gelesen, ich bin nicht der Einzige mit diesem Problem. Denn viele beklagen sich darüber, dass Far Cry 4 irgendwie ruckelt. Ich habe da eben was auf der Map gesehen. Nein, nice. Das probiere ich jetzt aus. Steigen, Steuerung sinken. Ach, wie geil. Nice. Also, was hatten wir gesagt in dieser Folge? Machen wir... Oh, ich bin schon wieder zu weit. Da müssen wir... Ich glaube, wir wollten den Funkturm machen. Dann den hier und dann zur Mission, gell? Ich würde sagen, dann landen wir mit dem Gyrokopter gleich ganz oben. Ich finde das so geil. Jetzt kann man mal rumfliegen auch. Wie geil, ey. Ich feier das. Karma, da unten sind Geiseln. Später. So, können wir irgendwo da oben landen? Nein, da rutscht der Sack vom Dach. Ich glaub's nicht. Scheiße. Oh, Mann. Fängt wieder gut an. Naja, gut. Ah, und wir schießen wieder brillant heute. Oh. So. Einen Zettel. Stadt der Schmerzen. Ach du Heiliger. Satish. Spricht man das so? Denke. Du hast fantastische Arbeit geleistet, Kumpel. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Wie du weißt, werde ich in Kyrat für ein paar Wochen verlassen. Und wie immer schmeiße ich vorher eine Party in der Stadt der Schmerzen für meine besten Leute. Die gute Nachricht ist, du bist dabei. Ich melde mich bald mit den Details. Leiste weiter so gute Arbeit. Du machst den Titel eines Korporals wirklich alle Ehre. Manchmal trifft man eine richtige Entscheidung. Manchmal trifft man eine Entscheidung. Richtig, Paul de Pleur. Mit dem sollen wir ja reden, mit unserem Guten. Hier ist irgendwo so ein scheiß Poster. Wo haben wir denn... Sollen wir gucken, ob das oben ist, vielleicht? Ah, das wird oben sein. Dieses Geruckel, es tut mir echt leid, aber Ubisoft ist daran schuld. Nicht nur Far Cry 4, sondern auch Assassin's Creed Unity arbeitet mit solchen Problemen. Kann ich da nicht hoch? Wieso kommt der auf...
Auf Dächer kann ich hüpfen, ja, aber hier? Nö. Aha. Gut, befreien wir dich auch noch. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Dann wärst du tot gewesen, mein Freund. So, wie kommen wir jetzt auf diesen Scheißturm? Wo? Okay, müssen wir aufpassen, sonst kriegen wir Besuch. Mich verarschen? Wie komme ich denn hier rein? Beziehungsweise da hoch? Gibt's nicht. Das sind echt immer so Mikroruckler, das nervt richtig. Aha. Ah. Huh. Oh Mann, warum nimmt jetzt die Tastatur den Befehl wieder nicht an? Ich verstehe das nicht. Oh, das war ja gerade so schlecht. Schnauze. Die fliegen ja hier rum. Ah, hier kommen wir hoch. Na also, geht doch. Diese Stimme, die nervt. Ist da drin das Propaganda? Nein. Oh, du Opfer, du sollst da nicht... Ist klar. Der Typ wird uns umbringen. Ich hoffe, dass die bald einen richtigen Patch rausbringen, dass das endlich läuft. Ich meine, Nvidia hat auch schon viel gemacht. Einfach durch den Patch für die Grafikkarten, aber es ruckelt immer noch bei mir. Ich verstehe es nicht, wieso. Normalerweise sollte das Ding laufen. Aber ihr seht es ja, es sind immer so... Kleine Mikroruckler. Ich. Okay. Also. So, alles kaputt. Da gehen wir. Ich sehe immer noch kein Poster. Oh, ist das schön endlich, dass diese scheiß Stimme wieder weg ist. So, da sind wir. Ah, jetzt, Maul jetzt. So. Alter. Oh. Tigerbau. Kostenlos im Handelsposten. Das gefällt mir. So. Medikit.
Jetzt würde mich nur mal interessieren. Das Poster ist. Nee, da gehe ich lieber nicht runter. Wir wissen, wie das endet. Ich muss sowieso langsam runter. Ich muss jetzt zum Gyrokopter. Ist das Poster hier? Nein. Irgendwo ist dieses blöde Poster. Hier ist es auch nicht. Nope. Ah, da! Wie komme ich denn da hin? Also so jedenfalls nicht. Na gut. So, wo ist denn der Gyrokopter? Ist der nicht hier irgendwo runtergesegelt? Aber wiederum, wir sind auch gestorben, also habe ich nicht die Hoffnung, dass der noch da ist. Nee, schade. Na gut, was soll's. Vorsicht. Gehen wir zum Auto. Und fahren mal da so hin. Hier ist Robbie Ray Runner und ich habe ein Hühnchen zu rupfen. Ich bin Pagans Propagandalein. Ehrlich, das ist doch... Ach, da ist er ja. Aber es ist ein anderer. Ich habe da gerade Besuch gesehen. Was haben wir denn da? Einfach nur zwei Kollegen. Komm, ey. Ha! So. Tschüss. Boah, da lang. Ja, 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 ja. Ist gut, ist gut. Okay, wir dürfen mit dem nicht zu hoch fliegen. Dann macht er nicht mehr mit. Gut zu wissen. Wer fährt da? Recht ruhig die Folge heute wieder. Mich fuckt das so ab, dass die Tastatur den Befehl nicht wieder annimmt. Bitteschön. Ah, jetzt Maul da oben. Ich habe eine Schlange gehört. Ich bewege mich jetzt keinen Meter. Wo ist die? Da ist sie. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Kommunikation.
Lass den Tiger frei. So, Gesundheits- und Sicherheitswarnung. Paganin möchte alle Untertanen daran erinnern, dass die Glockentürme von Kyrat offiziell zu einem Sicherheitsrisiko und eine Gefahr für Leib und Leben erklärt wurden. Da er von Herzen immer nur ihr Bestes will, befiehlt Paganin, sich von diesen Todesfallen aus der düsteren Vergangenheit fernzuhalten. Möge Pagans Licht auf sie alle scheinen. Das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Oh, alles kaputt. So. Dann fangen wir mal an. Ich höre Gänse oder sowas. Alles. Das ist nur ein Raum hier, oder? Kann ich nicht aufmachen. Jetzt. Ein Bienennest. Vorsicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die auch so angreifen. Oh, zwei Hirsche. Ein MG. Komm, wo seid ihr? Sterb! Seht ihr das? Das ruckelt. Warum auch immer. Zeitverschwendung. So, dann noch hier ein. Dann gehen wir da und dann gehen wir da. Komm, hoch da. Ich tue gleich wieder noch die F11 aktivieren. Das geht ja gar nicht. Hä? Okay. Ah! Weg! Erschossen werden muss. Gibt es hier keine Demokratie? Neue Fähigkeiten. Was haben wir denn da sonst? Wir haben Beute-Takedown. Du plünderst Gegner automatisch, während du einen Takedown ausführst. Beim Sprint nachladen. Das mache ich mal. Das ist nämlich unglaublich hilfreich. So. Da hoch. Kann ich die Lampe eigentlich kaputt schießen? Geht das? Nein. Geht eben nicht. Oh, da ist noch ein Nest. Haben wir es geschafft? Ja. Das Minikit und... Eins. Zwei. Und noch ein Glockenturm. Ah, schön. Klinik. Da ist ein Propagandaposter, habe ich gerade gesehen. Wölfe und irgendwas anderes noch. Banapurs Scheiterhaufen war das, glaube ich. So, na gut. Schrotflinte. Soll ich mal diese Bienen da anschießen? Ah!
Los, geh weg, geh weg. Alter, Killerbienen. Das sind Killerbienen. Die sind ja richtig krass drauf. Ruf der Rebellen. Ja, da waren wir jedenfalls. Alter, was sind das für Bienen? Gut, So, da ist ein Gyrokopter. Mit dem gehen wir dann weiter. Zwei Gyrokopter. Gut, gucken wir mal. Ja, da haben wir nur Glockentürme jetzt befreit. Egal, die Map ist jetzt definitiv erweitert. So können wir noch ein bisschen was sehen. Zudem, diese Bienen, Alter, was haben die denn für ein Damage? Die gehen ja richtig in Rage-Mode. Das habe ich auch noch nie erlebt. Also, in Zukunft müssen wir weghalten oder Entfernung von den Bienen. Awesome.